Entweder bin ich einfach zu alt und die Jugend von heute ist wirklich so, was ich aber nicht glaube, oder ich, nein. Also, sorry. Hallo ihr Lieben, heute soll es wieder um die letzten drei Bücher gehen, die ich gelesen habe. Wie immer verlinke ich sie hier um mich drumherum nochmal mit hin. Ansonsten schreibe ich unten in die Infobox, wann die Bücher anfangen. Und ja, das wäre es erstmal soweit. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Das erste Buch, um das es heute geht, ist dieses hier. Talon, Drachenherz von Judy Kagawa. Das ist der zweite Teil der Talon oder auch Talon-Reihe. Und ich muss sagen, mir hat der zweite Band noch ein bisschen besser gefallen als der erste. Er war einfach ein bisschen spannender, ein bisschen actiongeladener. Aber erstmal ganz kurz zum Inhalt. In Drachenherz geht es immer noch um die Geschichte von Amber und Garrett. Amber und Garrett, ich muss jetzt mal ein bisschen spoilern. Wenn ihr nicht gespoilert werden wolltet, dann schaltet einfach zu dieser Minute weiter. Aber es lässt sich nur bei einer Fortsetzung nicht vermeiden. Amber und Garrett haben ja nun rausgekriegt, dass sie eigentlich Feinde sein müssten, denn Amber ist ein Drache und Garrett ein Drachentöter. Aber irgendwie haben sie am Ende dann doch entschieden, dass sie sich nicht gegenseitig umbringen möchten und Garrett hat Amber sogar noch gerettet. Dafür sitzt Garrett jetzt in der Todeszelle und Amber kann das Ganze nicht zulassen und möchte ihn gern retten. Wie dieses Rettungskommando vonstatten geht und ob es ihnen gelingt, Garrett zu retten, das ist was, was ich euch natürlich nicht verraten werde, das müsst ihr selber lesen. Und mehr möchte ich auch von der Handlung gar nicht erzählen, weil sonst nehme ich euch einfach zu viel vorweg. Beginne ich mal mit den Charakteren. Ich mochte die Charaktere im ersten Teil total gern. Also ich mochte Amber, ich mochte Garrett, ich mochte Riley und ich mochte auch Wes. Und jetzt im zweiten Teil ist es immer noch so, ich mag genau diese vier Charaktere immer noch total gerne. Ich finde, sie haben sich auch ein Stück weit weiterentwickelt, was jetzt aber nicht jetzt, also sie haben jetzt nicht einen riesen Sprung gemacht, aber ich finde gerade bei Amber merkt man, dass sie sich doch schon sehr entwickelt hat von so einem wirklich ängstlichen kleinen Mädchen, was Angst hat, in die Welt hinauszugehen, zu einem Mädchen ja immer noch, sie kann jetzt sagen, dass sie eine Frau ist, ne? Sie ist immer noch 16. Also sie hat sich trotzdem zu einem etwas stärkeren Mädchen entwickelt, was auch etwas mehr Charakterstärke hat und auch mehr für das einsteht, was sie halt auch sagt. Und das hat mir gut gefallen, wie gesagt, Garrett mochte ich auch total gern. Ich war am Ende sehr, sehr traurig, wie das Ganze ausgegangen ist und hätte dann gern den dritten Teil gehabt, um weiterzulesen. Und den werde ich mir auf jeden Fall auch kaufen. Ich werde diese auf jeden Fall weiterlesen. Ich möchte wissen, wie es weitergeht, weil das Ende hat so viele Fragen aufgeworfen. Und ja, ich will wissen, wie es weitergeht. Damit komme ich auch gleich mal zur Handlung. Also die Handlung ist, wie gesagt, wir knüpfen hier direkt an den ersten Teil an. Also da ist jetzt keine Zeitspanne da dazwischen, also vielleicht zwei Tage oder so, aber ansonsten knüpfen wir direkt an. Und wie gesagt, es geht halt darum, Garrett zu befreien und ob das gelingt oder nicht. Das ist halt so, worum es in dem ersten Drittel des Buches geht. Dann entwickelt sich die Geschichte natürlich. Und am Ende befinden wir uns hier in Las Vegas, was ich sehr, sehr cool finde, auch vom Setting her. Ich finde Las Vegas als Stadt wirklich mega gut, gerade für Bücher. Wie gesagt, die Handlung hat mir gut gefallen. Sie hat sich auch gut entwickelt. Es hat sich stellenweise an manchen Stellen hier und da mal gezogen, was ich jetzt aber nicht weiter schlimm fand. Was ich auch wieder gut fand in dem Buch, das hat mir auch im ersten Teil schon gut gefallen, dass man hier aus mehreren Perspektiven liest. Also man liest hier aus Ambers Sicht, aus Garretts Sicht, aus Rileys Sicht und aus Dantes Sicht. Dante ist ja der Zwillingsbruder von Amber. Und das hat mir insoweit gut gefallen, weil man hier wirklich einen Einblick auf jede einzelne Facette und auf jede einzelne Kategorie, sag ich jetzt mal, gekriegt hat. Also man hat immer die Sicht von Amber als Protagonistin hier in dem Moment. Man bekommt aber auch mit, wie die beiden Jungs sich fühlen und was in denen ihren Köpfen so vorgeht. Und man bekommt auch mit, was im Hintergrund halt bei Talon jetzt gerade passiert. Das fand ich auch, wie gesagt, wieder richtig gut. Das hat mir auch richtig gut gefallen. Den Schreibstil von Judy Kagawa mochte ich in diesem Teil auch wieder sehr, sehr gern. Ich mochte ihn auch im ersten Teil schon. Er ist locker leicht, er ist einfach, also ideal für ein Jugendbuch. Es gibt keine komplizierten Phrasen oder Schachtelsätze oder irgendwas und das mag ich bei Jugendbüchern ja immer. Und ja, er ist locker leicht, einfach, er ist nicht zu schmalzig, er ist nicht zu schnulzig und ja, I like it. Gibt's jetzt noch irgendwas zu erzählen? Setting hat man, war cool. Schreibstil war gut, Charaktere haben mir gut gefallen, die Handlung war wirklich gut. Und das Ende, zum Ende kann ich nur sagen, dass es hier wieder einen Cliffhanger hat. Also man wird jetzt nicht komplett böse im Regen stehen gelassen, aber es sind dann doch schon ein paar Sachen, wo man sagt, oh nein, wie geht es jetzt weiter? Was passiert denn da jetzt? Und man möchte schon wissen, wie es weitergeht. Und wie gesagt, ich werde den dritten Teil auf jeden Fall lesen. Da freue ich mich schon drauf, der kommt im Oktober raus. Also wer den ersten Teil von Talon gelesen hat, der sollte definitiv den zweiten sich auch anschauen. Es lohnt sich und ich finde auch dieses Cover wunderschön mit den Augen. Das finde ich allgemein bei den Judy Kagawa Büchern immer cool. Auch bei der Plötzlich Vier und Plötzlich Prinz Reihe. Und auch bei der Unsterblich Reihe. Ja, das nächste Buch, was ich euch zeigen möchte, ist dieses Buch, was hier gehypt wurde auf YouTube. Meiner Meinung nach wie Sau. Also ich habe wirklich nur Positives über dieses Buch gehört. Und jeder hat gesagt, wow, es ist so toll und es ist so cool und es ist so eine schöne Geschichte. Und
oh, er ist mein neuer Bookboyfriend und hast du nicht gesehen und ich habe dieses Buch hier gelesen und es war witzig, ohne Frage. Ich habe wirklich sehr, sehr viel gelacht bei diesem Buch, aber es war von der Handlung her okay, hat mich jetzt aber nicht umgehauen und hier waren einfach Sachen und Dinge, die nicht aufgelöst worden sind, wo man einfach in der Luft hängen geblieben ist und in der Luft hängen gelassen wurde, wo ich mir gedacht habe, warum? Warum erklärt ihr mir das jetzt nicht, verdammt? Und auch die Charaktere waren mir am Anfang zu kindisch und ja, also ich erkläre euch aber erstmal ganz kurz, worum es eigentlich geht. In diesem Buch geht es um Greta und Greta hat sich schon immer Geschwister gewünscht und ist umso erfreuter, als sie erfährt, dass der Sohn ihres Stiefvaters jetzt endlich für ein Jahr zu ihr kommt und sie hat da Wunschvorstellungen von einem Traumbruder und freut sich da schon so drauf, ihn kennenzulernen. Und als sie Alec dann endlich trifft, stellt sie sehr, sehr schnell fest, dass er ganz anders ist als gedacht. Alec ist der typische Bad Boy und er ist am Anfang auch nicht wirklich nett zu ihr und schockiert sie in vielerlei Hinsichten und ja, dann wird fangen die an, sich beide so zu bekabbeln, sind aber eigentlich schon 17 Jahre alt. Und dann sind hier Sachen in dem Buch, die einfach auch nicht zu den Charakteren passen. Aber dazu komme ich gleich. Auf jeden Fall fangen die dann an, sich so zu bekabbeln. Und Greta dringt nicht wirklich zu Alec durch, möchte aber doch gerne eine Beziehung zu ihm aufbauen, weil er ja ihr Bruder ist. Und naja, eines Tages schafft sie es dann und sie freunden sich so ein bisschen an. Und aus dieser Freundschaft wird dann halt auch irgendwie mehr. Dann passiert etwas ganz, ganz Dramatisches und Alec verschwindet wieder aus Gretas Leben. Und erst 7 Jahre später treffen die beiden sich wieder. Und ja, dieses Wiedersehen ist ziemlich heftig und ja, mehr möchte ich zum Inhalt auch gar nicht sagen, sonst verrate ich wirklich viel, viel zu viel. Aber ich muss sagen, die Handlung, wie gesagt, war im Großen und Ganzen okay, aber es war an manchen Stellen, ist man einfach in der Luft hängen gelassen worden. Es sind manche Handlungsstränge einfach nicht aufgelöst worden. Ich frage mich jetzt noch, was das eine in diesem Buch überhaupt, das hat überhaupt keinen Sinn ergeben, das ergibt für mich jetzt auch noch keinen Sinn. Ich habe das Buch mit der Sina zusammen gelesen und wir haben uns dann immer Sprachnachrichten geschickt. Also wir haben es parallel wirklich am selben Tag gelesen. Wir sind auch immer exakt gleich gewesen von den Stellen her. Wir haben uns dann immer Sprachnachrichten geschickt und ich habe immer nur gedacht, bist du, verstehst du das nicht? Oder ist das jetzt einfach nicht dein Buch? Aber wie gesagt, der Sina ging es in dem Moment genauso und ja. Also es, wie gesagt, von der Handlung her war es okay, aber es waren mir einfach zu viele Ungereimtheiten in diesem Buch. Das hat mir absolut nicht wirklich zugesagt. Und wie gesagt, die Charaktere waren mir am Anfang viel zu kindisch. Die haben sich da angefangen, gegenseitig irgendwie Streiche zu spielen, als wenn sie 5 Jahre alt wären. Sie nimmt ihm die Zigaretten weg und rennt kichernd aus seinem Zimmer und er rennt hier hinterher und gibt die her. Und, oh. Also es war eine Situation, wo ich sage, sie ist 17, er ist 17, er ist der coole Typ und sie ist eigentlich das liebe, brave Mädchen und hast du nicht gesehen und das war für mich einfach nicht stimmig und es gab eine Sache, die mich bei Greta extrem gestört hat. Greta ist das liebe, nette, brave Mädchen von nebenan. Sie hat keine Probleme mit den Eltern, sie ist eine Top-Schülerin und sie ist noch Jungfrau und sie ist einfach das liebe, nette Mädchen von nebenan. Und dann gibt es da eine Sache, wo ich mir denke, nein, du bist das liebe, nette, kleine Mädchen von nebenan, du hast sowas nicht und du machst sowas nicht. Ich möchte niemanden spoilern, deswegen sage ich hier nicht, um was es geht. Wer dieses Buch gelesen hat, wird vielleicht wissen, was ich meine. Das hat einfach absolut, diese Sache hat absolut nicht zu ihrem Charakter gepasst. Wäre sie jetzt ein verruchtes Mädchen gewesen, was vielleicht auch schon Erfahrungen im Leben hatte, dann okay. Aber mit ihren 17 Jahren als liebes, nettes, kleines, braves Mädchen von nebenan hat sie sowas nicht. Das kann mir keiner erzählen. Und ich sage, ich möchte euch nicht spoilern und das fand ich einfach furchtbar, weil es einfach absolut nicht zu ihrem Charakter gepasst hat. Und auch ihr Verhalten dann am Ende, wo die beiden, also man kann ja sagen, es ist eine Edel-Geschichte, das heißt die beiden, was heißt ja, dass die beiden früher oder später was miteinander anfangen. Und ich glaube, ich spoilere dann niemanden, wenn ich sage, oh mein Gott, die schlafen miteinander. Und als sie miteinander schlafen, war das zum einen so, dass diese Szene wurde auf 20 Seiten ausgedehnt gefühlt, wo du dir denkst, ja, rein technisch gesehen weiß ich doch, wie das funktioniert. Das muss ich jetzt nicht über 20 Seiten wissen, da reichen auch 2. Obwohl ich muss sagen, es war von den Beschreibungen her, war es alles schön und okay. Und dann war da eine Sache, wo die miteinander geschlafen haben, wo ich mir gedacht habe, hier, niemals, never ever, wenn das dein allererstes Mal ist, machst du sowas nicht mit. Nope. Und du Typ bist 17. Du machst sowas auch nicht, auch wenn du schon Erfahrungen hast. Nein. Nein, ich glaube, die waren zu dem Zeitpunkt schon 18 in dem Buch. Aber ist ja auch egal, ob 17 oder 18. Nein! Verdammte Hacke, nein, sowas macht kein 18- oder 17-Jähriger miteinander. Nein!
Entweder bin ich einfach zu alt und die Jugend von heute ist wirklich so, was ich aber nicht glaube, oder ich, nein. Also, sorry, das hat für mich einfach vorne und hinten nicht zusammengepasst, da wurde kein Schuh draus. Und als sie sich dann 7 Jahre später wieder treffen, ist es von der Basis her okay, da haben sie sich auch beide vom Charakter her entwickelt, sie sind ja dann auch beide erwachsen. Und da habe ich dann auch wirklich mit Greta mitgefühlt, aber es gibt noch einen Charakter und zwar Gretas Mutter. Und die Frau ist so furchtbar. Also wer so eine Mutter hat, braucht keine Feinde. Ganz ehrlich, diese Frau ging mir einfach nur auf den Sack und ich habe mir immer gedacht, was ist das für eine Mutter? Alter, das ist doch nicht normal. Und die hat mich auch so aufgeregt, die Frau in diesem Buch. Und ja, und auch Alec, seine Aussagen dann am Ende, hat mich mir auch in den Kopf gefasst. Und dann ist am Ende, ich habe geguckt, es sind akkurat 60 Seiten, wo du den Anfang des Buches nochmal aus Alec seiner Sicht liest. 60 Seiten. Und es ist Wort für Wort der gleiche Text. Außer zwischendrin vielleicht mal 1, 2 Sätze, wo du Alecs Gedanken liest. Aber ansonsten 60 Seiten lese ich das gleiche Buch, was eh nur 350 Seiten hat, nochmal. Warum? Das braucht man nicht, das ist unnötig und das fand ich furchtbar, das hat mich einfach nur aufgeregt. 60 Seiten! Gott, ich habe ja kein Problem damit, Wiederholungen, nochmal ein Kapitel oder so aus der Sicht von ihm zu lesen, aber doch nicht 60 Seiten lang. Und das fand ich einfach nur nervig. Verdammt. Boah, jetzt habe ich mich schon wieder aufgeregt. Es tut mir leid, das wollte ich gar nicht. Ja, auf jeden Fall im Großen und Ganzen, dieses Buch war okay, aber es gibt definitiv viel, viel bessere New Adult-Romane. Entweder, ich kann nur sagen, von Jaylin, also Jennifer Armentrout, die Wait for You Serie, oder von Samantha Young, die Dublin Street Reihe, oder von Liza Raven, die Bad Romeo und Broken Juliet Reihe, oder auch von Cora Carmack, diese Losing It, Faking It, Finding It Reihe. Die sind viel, viel besser. Und ich verstehe diesen Hype um dieses Buch leider wirklich nicht. Also für mich war es ein gutes, durchschnittliches Buch. Ich habe dem Ganzen hier 4 Sterne gegeben auf Goodreads. Es war okay. Und ja, aber es war jetzt halt nichts, wo ich sage, es haut mich einfach um. Dafür haben mir einfach zu viele Faktoren nicht gepasst. Das einzige Positive, was ich in diesem Buch wirklich sagen kann, ist durchweg der Schreibstil. Der hat mir richtig gut gefallen. Ich mochte den Schreibstil wirklich total gern. Ich habe sehr, sehr viel gelacht bei dem Buch, weil es sind immer mal wieder Vergleiche zu Filmen und Serien und sowas gezogen worden. Und das mag ich auch. Und ja, das mochte ich, wie gesagt, aber das war auch das einzige wirklich richtig Positive, was ich zu diesem Buch sagen kann, der Schreibstil. Handlung war okay, Charaktere waren so durchwachsen. Das Setting war typisch amerikanisch, also da kann man jetzt auch nicht viel sagen. Ja, es war okay. Ja, aber genug aufgeregt, damit wären wir jetzt auch schon beim letzten Buch für dieses Video. Und zwar habe ich noch gelesen, endlich mal, Magical von Alex Flynn. Das heißt, Maria, du kriegst dein Buch wieder. Ich habe mir dieses Buch von einer Freundin ausgeborgt und das ist schon, glaube ich, 6, 7, 8 Monate her. Schande über meinen Haupt, ich wollte es schon längst gelesen haben. Auf jeden Fall habe ich dieses Buch jetzt endlich mal gelesen. Und in Magical geht es wieder um die Hexe Kendra. Ich weiß nicht, viele von euch werden wahrscheinlich Beastly kennen, sei es jetzt den Film oder das Buch. Da geht es ja darum, dass ein Junge von einer Hexe verzaubert wird und in ein Biest verwandelt wird. Und diese Hexe Kendra, die auch bei Beastly mitspielt, ist die gleiche Hexe wie aus Magical. So für eine Erklärung. Und in diesem Buch geht es im Prinzip um Emma und Lisette. Wir haben hier das Märchen vom Aschenputtel, aber alles ein bisschen anders und verdreht. Und das fand ich wirklich richtig gut. Denn es ist so, Emma ist 3 Jahre alt, als ihre Mutter ihren Stiefvater heiratet und Emma ist total glücklich und sie und ihr Stiefvater kommen auch super miteinander aus und 10 Jahre ist alles wunderschön. Aber als Emma 13 ist, tut ihr Vater mit ihr reden und ihr gestehen, er hat eine eigene Tochter und die wird er jetzt zu sich holen, weil die Mutter leider verstorben ist. Emma hat damit absolut überhaupt kein Problem und ist zwar ein bisschen zwiegespalten, weil sie natürlich Angst hat, ihren Vater durch die Stiefschwester zu verlieren und ist aber ein sehr offenes und freundliches Mädchen und ja. Lernt dann Lisette kennen. Lisette ist das genaue Gegenteil von Emma. Lisette ist wunderschön, ein aufgeschlossener Mensch und sie ist einfach ein Mensch, den man mögen muss. Und Emma ist halt eher so das schüchterne kleine Mäuschen. Sie hat krauses Haar, sie ist jetzt nicht unbedingt fett, aber sie ist auch nicht die dünnste. Und sie ist halt nicht so schön wie Lisette. Und sie vergleicht sich dann halt auch am Anfang immer sehr mit ihrer Stiefschwester. Am Anfang versucht Emma noch mit Lisette klarzukommen und Freundschaft zu schließen. Und das sieht am Anfang auch alles so aus, als ob das auch so wäre. Aber wir hätten hier keine Aschenputtel-Adaption, wenn dem Ganzen natürlich nicht so wäre. Zum Inhalt möchte ich auch mehr gar nicht sagen, denn sonst verrate ich euch einfach zu viel. Nur so viel sei noch gesagt.
Es geht dann noch darum, dass Emma einen Jungen kennenlernt, in den sie sich wirklich verliebt und wie sehr ihr den ausspannt und Emma sich dafür rächen möchte und Emma einfach ihren Freund zurückhaben möchte und da tritt dann Kendra auf den Plan. Das ist jetzt aber wirklich alles vom Inhalt, was ich euch erzähle. Ich muss sagen, ich hatte in dieses Buch Schwierigkeiten reinzukommen. Man liest die ersten 70 Seiten, liest man so eine Vorgeschichte von Kendra. Das ist die Geschichte vom Rotkäppchen. Von Hänsel und Gretel. Wie komme ich jetzt auf Rotkäppchen, verdammt. Auf jeden Fall ist diese Vorgeschichte von Kendra, die man so liest, wie sie jetzt eigentlich erfahren hat, dass sie eine Hexe ist und das alles drum und dran. Das ist die Geschichte von Hänsel und Gretel, nicht Rotkäppchen. Vergesst, was ich gesagt habe. Und das hat mir gut gefallen und dann kam halt die Geschichte von Emma und Lisette und das mochte ich auch total gern. Und die Handlung ging auch gut voran, das hat sich weder gezogen noch irgendwas anderes, das hat sich wirklich leicht lesen lassen. Aber dann kam an einem gewissen Punkt wieder Kendra ins Spiel und sie hat dann noch ein Märchen erzählt. Und es ging dann nochmal so 40 Seiten, das war dann die Prinzessin auf der Erbse, glaube ich, das Märchen. Und dann war das Ganze nochmal, dass später dann nochmal ein anderes Märchen erzählt wurde. Und das fand ich ein bisschen nervig, das war mir dann einfach zu viel, weil man immer wieder in der Geschichte von Lisette und Emma unterbrochen wurde, wo man da ja gerade eigentlich voll drin war und wissen wollte, wie es weitergeht. Und ich dann keinen Bock hatte, da an dieser Stelle jetzt gerade noch ein anderes Märchen irgendwie zu lesen. Naja, aber das war also wirklich das, was mich beim Lesen echt genervt hat. Aber ansonsten, wie gesagt, die Handlung mochte ich total gerne. Das Ende hat mich sehr überrascht. Es ist komplett anders ausgegangen, wie ich gedacht hatte. Und das hatte ich bei dem Buch schon sehr, sehr lange nicht mehr, dass das Ende wirklich nochmal eine komplette Drehung macht, sodass ich da nichts ahnend sitze und denke so, wow, cool, ist ein ganz anderes Ende wie gedacht. Und ja, ich mochte Emma total gern als Protagonistin in diesem Buch. Und ich mochte auch Kendra als Hexe total gern. Ich mochte die bei Beastly schon, also bei dem Buch. Hat es mir auch richtig gut gefallen und ja, Lisette tat einem stellenweise in diesem Buch wirklich sehr, sehr leid, aber größtenteils mochte man sie auch einfach nicht, sie ist nun mal die Stiefschwester. Und ja, vom Setting her befinden wir uns hier in den USA, in einer typisch amerikanischen Stadt, also alles wieder typisch amerikanisch, da kann man jetzt nicht viel sagen. Schreibstil, der war gut. Also der hat mir gut gefallen. Alex Flynn hat so ein bisschen so einen eigenen Schreibstil, also es ist jetzt nicht ganz locker leicht, wie bei einem normalen jungen Buch. Es ist jetzt aber auch nicht unheimlich schwer zu lesen. Also es ist so eine gute Mischung. Also ich mochte das total gern. Hier waren so zwei, drei Sachen drin, wo man auch bei einem Wort vielleicht mal nachdenken musste, was das jetzt vielleicht heißt. Aber das hat mir gut gefallen, weil es halt einfach nicht zu einfach war. Und ja, im Großen und Ganzen muss ich sagen, mir hat dieses Buch wirklich richtig gut gefallen. Es ist besser, als ich dachte. Und gerade das Ende hat mich so überrascht und das hat, glaube ich, mir nochmal so einen Aufschwung gegeben für dieses Buch. Ich kann euch dieses Buch wirklich nur empfehlen, auch wenn das jetzt schon etwas älter ist. Das ist ja, habe ich festgestellt, eine dreiteilige Reihe. Also da gehört jetzt hier noch Beastly da dazu, Magical und dann gibt es noch ein Buch, das heißt Kiss. Das ist die Geschichte vom Froschkönig. Da kommt Kendra auch wieder mit drin vor. Und diese drei Bücher gehören zusammen, was man auch an der Machart sieht. Und ich glaube, ich werde mir Kissed und auch Magical selber nochmal mitkaufen, dass ich die einfach so zusammen habe. Wie gesagt, Beastly hat mir gut gefallen, Magical hat mir jetzt auch gut gefallen und ich denke mal, dass mir Kissed dann wahrscheinlich auch gefallen wird. Und ja, ich kann euch dieses Buch wirklich nur empfehlen, wenn ihr Lust habt auf eine Märchenadaption der etwas anderen Art mit ein bisschen Magie, wo alles nicht so ist, wie es auf den ersten Blick ist. Das waren meine letzten drei Bücher, die ich gelesen habe und ich muss sagen, ich habe im Juni meinen persönlichen Rekord aufgestellt. Also das war jetzt das letzte Buch, was ich im Juni gelesen habe. Heute ist der 29. Juni und an diesem Tag drehe ich dieses Video. Und ich werde jetzt nicht noch ein Buch lesen diesen Monat, das schaffe ich definitiv nicht. Aber ich habe meinen persönlichen Rekord aufgestellt. Ich glaube, es sind, lasst mich mal kurz zählen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Bücher diesen Monat gewesen, die ich gelesen habe und so viel habe ich noch nie gelesen und ich weiß nicht, wie ich das diesen Monat hinbekommen habe, ganz ehrlich. Aber ich bin schon ein bisschen stolz auf mich. Wenn ihr eins von diesen Büchern kennt oder eine etwas andere Meinung dazu habt, dann schreibt es mir auf jeden Fall mal unten in die Kommentare, ich freue mich darüber. Ansonsten bedanke ich mich an dieser Stelle natürlich wie immer fürs Gucken und wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal, macht's gut. Tschüss.